Bitcoin versucht mit aller Macht hier diese Value Area Low zu halten und rafft sich hier nochmal auf. Schafft es Bitcoin jetzt hier ein nächstes Reversal diese Woche hinzulegen oder brechen wir hier unten aus und sehen tiefere Preise? Mehr dazu im Video. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Montags-Update. Mein Name ist Dr. Harlekin von den Trade Wizards und wir schauen uns jetzt mal Bitcoin auf dem Tageschart an. Und jetzt ist ja auch wieder Montag. Das Volumen kommt zurück. Und wenn wir uns hier unsere schöne Daily Range eben anschauen, auf dem Tageschart die große Range eben anschauen, ist Bitcoin gerade an der Value Area Low. Sehr schön hier zu sehen und kämpft gerade mit dem nächsten Bounce bzw. mit dem nächsten Reversal. Wir sehen hier auf dem Tageschart schon, dass hier immer Higher Lows gebildet werden, aber auch von oben kommt noch massiv Druck. Es wird hier der Preis weiterhin nach unten gedrückt, eben direkt in Richtung der Lows. Das letzte verbleibende Low ist eben hier unten, was noch nicht abgeholt wurde. Die anderen Lows hier und hier und hier wurden bereits jetzt in der letzten Woche abgegriffen. Wenn man jetzt hier schon auf den Tageschart schaut, sieht man schon sehr interessante Levels bzw. Situationen. Und zwar haben wir von der Gesamtrange, wenn wir hier dieses Golden Pocket von dem Low bis zum High hier nehmen, sind wir jetzt gerade unterhalb von dem 0,7er Fibonacci Level und haben dies jetzt soeben getestet. Es gab hier eine kleine Reaktion auf kleinerer Timeframe und hier wird es jetzt eben spannend, ob wir hier oder ob Bitcoin eben hier drüber kommt, hier dann ein Support findet und dann als nächstes Level die 19.800 antestet, wo wir eben hier dieses größere Volumencluster haben, wo wir hier diesen Range Point of Control haben. Von dieser größeren Range, das wäre für mich das nächste größere Target auf dem Tageschart. Das wird sich dann zeigen. Sollten wir hier immer mehr Support finden, dann ist es natürlich sehr schön. Und dann, damit steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier, nachdem wir diesen als Support dienen könnten, eben zur Value Area High eben wieder wandern. Interessant wird es dann, weil hier das Volumen sehr wenig geworden ist, ob sich die Value Area High eben in diesem Volumencluster dann neu formiert. Das sind eben diese zwei Levels, die jetzt eben wichtig sind, aber ein Schritt nacheinander, solange Bitcoin hier nicht drüber kommt, wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass wir hier dann nach unten ausbrechen können. Und dann wird es meiner Meinung nach nochmal einen Angriff auf diese Lows hier geben. Wenn wir uns hier dann nochmal ein paar Levels anschauen, falls wir jetzt wirklich nach oben kommen, sollte man, gerade wenn wir jetzt mit Shorts vorsichtig sein und natürlich immer auf Levels achten. Und die nächsten wichtigen Levels wären eben ein kleinerer Timeframe, da wo wir jetzt eben hier sind. Das ist ein kleines Golden Pocket, wie wir hier sehen. Das nächste wäre eben von hier, von diesem High bis zu diesem Low bei ca. 21.000, 160.000. Und das nächstgrößere wäre dann eben, was wir aber schon durch diesen hier diesen Pump ins Golden Pocket schon getestet haben, dieses Level, wäre dann eben direkt am Range High, an der Value Area High, wo hier sehr viel Konfluenz ist, wo auch hier die ganzen Highs dann eben sind, bei 22.500 bis 22.700 Dollar. Das wären die nächsten Levels, auf die man achten sollte, wenn es jetzt nach oben geht. Und nach unten hatte ich letzte Woche, Montag oder Dienstag, ein interessantes Video hochgeladen. Das solltet ihr euch nochmal anschauen, wenn euch die Levels hier unter uns interessieren. Da sehen wir hier zum einen dieses Low als Swing Failure Pattern als mögliches. Sollte das nicht als Swing Failure Pattern wirklich dienen und der Bounce auch nicht stark ausfallen, dann sehe ich sehr, also immer noch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir hier tiefer kommen in die nächste, in den nächsten Kellerbereich eben rein. Schauen wir uns aber mal ein paar Levels eben über uns dann auch noch an. Wir wechseln mal hierzu auch zum Exo-Charts, TPO-Chart. Und da sehen wir jetzt sehr schön, dass wir hier lange Zeit geranged sind, dass sich hier aber dieses Volumen verdichtet hatte, die Bewegungen deutlich geringer wurden und jetzt gab es einen ersten
Pump in der Londoner Session nach oben. Wir haben hier ein sehr schönes Buying Tail im Buying Tail. Das zeigt immer ein sehr schönes Reversal dann auch an. Und wir hatten jetzt hier einen Pump von 3%. Wird jetzt spannend, ob wir hier so ein bisschen rangen bis New York und dann einen nächsten Pump sehen. Oder zumindest ein neues High formen hier. Gerade hier dieses Level bei 19.400 wäre so die erste Station. Aus der Asia Session vom 23. Da ist noch ein Untouched Volume Point of Control. Bei TradingView hätten wir dort eben das wäre knapp über dieses Golden Pocket, was wir uns so eben angeschaut haben. Ist ja auch nicht mehr hier allzu großer Weg. Wenn wir dann weiter rauszoomen, wenn wir ein bisschen weiter betrachten, das ist immer am Montag ganz interessant, auch mal zu schauen, wo könnte es die Woche dann auch hingehen. Zoomen wir ein bisschen raus. Und dann sehen wir hier einmal dieses Selling Tail, das sollte man sich auf alle Fälle markieren, zwischen 21.260 und 21.500. Und hier fängt eben auch das 260. Ich schau mal kurz bei TradingView parallel. Das wäre knapp über das aktuelle Golden Pocket, was wir gerade in TradingView gesehen haben. Das befindet sich hier so in diesem Bereich. Bis zu diesem Selling Tail dann. Und der nächste Untouched Volume Point of Control haben wir hier, wo dann auch dieser sehr starke Abverkauf gekommen ist bei 21,7. Das ist das nächste interessante Level im TPO-Chart und dann hier ganz oben die 22,300. Auf die achte ich dann, wenn wir jetzt weiter nach oben steigen, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Das wird jetzt nicht alles in einem Tag passieren. Und wenn wir uns dann hier mal diese Levels dann mit anschauen, die werde ich hier jetzt noch in TradingView mit einpflegen, um eben weitere Levels auch auf kleinere Timeframe eben hier dann zu analysieren und ausfindig zu machen. Und das erstmal für den Montagsstart. Denkt dran, heute bildet sich ein Low und ein High. Das sind immer interessante Levels für die nächsten Tage oder die nächsten Stunden. Dort bilden sich auch immer gerne mal sehr schön Ranges. Ansonsten schaut eben hier auf dieses Volumencluster. Aktuell sind wir hier noch dabei, uns hier durch dieses erste Volumencluster zu arbeiten. Sollte das nicht gelingen, ist das ein Zeichen von Schwäche und ein mögliches Szenario wäre dies. Und das zweite wäre hier das wirklich größere Volumencluster, ist eben der Point of Control als nächste Station. Bis dahin. Viel mehr gibt es noch an Informationen zu uns bei uns im Discord. Den Link findest du unter unserem Video. Auch auf unserer Webseite findest du einige Informationen. Wir bieten auch einen Crypto-Trading-Kurs. Wenn dich das interessiert, dann kannst du dich gerne bei uns informieren. Und bis dahin einen guten Start in die Woche. Euer Dr. Harlekin.